Happy Holiday! Bei der Ferienmesse Wien stehen Top-Urlaubsdestinationen und Freizeittipps im Mittelpunkt. Schau vorbei ist natürlich mit am Start. Also ich glaube, hier, und man sieht es ja, was die Aussteller auch betrifft, entsteht einfach ein wunderbarer Flair. Griechenland ist unangefochten Nummer eins bei der Beliebtheitsskala der Österreicherinnen und Österreicher. Die Studienreisenden, bei denen ist gerade momentan hoch im Kurs Japan und Südkorea. Dieser Flair und diese Vorfreude auf den nächsten Urlaub, die spürt man zwischen den Ständen, direkt auf den Ständen. Ich glaube, jeder, der reist, kennt das. Je bequemer die Abreise ist, je angenehmer es am Flughafen ist, umso angenehmer gestaltet sich auch die Reise danach, egal ob Urlaub oder Geschäftsreise. Wir beobachten, dass unsere Kunden vor allem im Moment ihr Auge auf Frühlings- und Herbstreisen werfen. Was zeichnet denn Österreich als Top-Urlaubsland aus? Also Österreich hat nicht nur eine der prachtvollsten Naturlandschaften, sondern Österreich hat auch ein wahnsinnig tolles Kultur- und Kunstangebot. Was ist denn Ihre persönliche Lieblingsbahn? Jede Bahn hat etwas für sich und ist absolut einzigartig. Was gefällt Ihnen persönlich an der Ferienmesse am besten? Ich finde die Ferienmesse toll, weil man sich einen ganz großen Überblick verschaffen kann, eben was es für Highlights im Burgenland gibt. Von Natur hin zu Kultur, Genuss, Thermen, Radfahren, Sport, Wandern, alles hier vertreten. Inwiefern passt denn Gurktaler zum perfekten Urlaub? Der Sandtornlikör, den man wunderbar mixen kann mit Tonic, eine Bowle draus machen. Also ich würde sagen, am Abend, da mixt man sich was Schönes, das darf auch mehr Alkohol haben. Mit jede Menge Inspirationen verlassen wir die Ferienmesse Wien. Schau vorbei, ist nächstes Jahr sicher wieder mit dabei, um sich Tipps für den perfekten Urlaub zu holen.